Na? Na, das Gepäck soll bis übermorgen reichen, oder? Ich sehe da Schwierigkeiten. Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ihr wolltet ihn, ihr kriegt ihn, da ist er wieder, Fähnlein Fieselschweif. Wir fahren jetzt in die Niederlande, wieder auf unseren alten Campingplatz, aber da müsst ihr durch. Nichts Neues, aber immer wieder schön. Man kann es nicht erwarten, wir sind angekommen. Herrlichen Sonnenschein. Der läuft im T-Shirt hier rum. Hier ist richtig knusprig warm, Leute. Es ist mächtig warm, ist das hier. Diesmal gucken wir auf den Yachthafen, nicht aufs Meer. So herrlich. Ist herrlich. Vor allen Dingen habe ich ja Premiere. Mein Boot ist mit am Start. Da kann ich hier direkt reinspringen. Hoffentlich ist der DLRG da. DLRG? Fett schwimmt oben. Ich brauche kein DLRG. Nein. So, wo darf ich denn hin? Wenn ich ihn ausgebreitet habe, kann ich dir das sagen. Weil ich muss erstmal dieses Riesending gucken, ne? Ja, sag schon wieder. Luxusklasse gegen sozialen Wohnungsbau. Ich habe mein kleines Schnuckelbunkerchen wieder mit. Du hast nur mal eine Assi-Bude. Ich bin ein Assi, ich habe eine Assi-Bude. Ist mir doch egal. Ja, wo ist denn jetzt hier vorne? Da hätte ich doch bloß eine Assi-Bude. Siehst du, meine Assi-Bude steht aber schnell. Ja. So, mein Bunker steht, ne? Ihr kennt ihn. Ich bin auf der absoluten Buckelpiste, aber gut. Schon gerade gesagt, ich bin nicht hier zum Schlafen, ne? So, Fähnlein, was macht der Palast? Boah, ich liebe dieses Tipi. So, hier ist meine Wuselecke. Da ist Papas Wuselecke, Papas Schlafplatz. Und wie man sieht, man hat hier massig Platz drin. Ich habe hier schon eine Woche drin gepennt mit so kleinen Schränkchen und allem richtig. Ja, ne, da hatte ich so Würfel und Schränkchen. Ja, die habe ich auch noch zu Hause. Ja, stimmt. Einen habe ich, glaube ich, auch noch im Keller davon. Nein, ich hab beide bei mir. Stimmt, ich habe dir beide gebracht. Also richtig. Ich hab beide. Geil, genau, da kannst du drauf sitzen und was reinpacken. Richtig toll. Und hier, Leute, steht mein Geburtstagsgeschenk, was ich vor kurzem bekommen habe. Und das weihen wir morgen ein. Ich freue mich. Also, Calm Goes nicht nur Hiking, Calm Goes auch noch Titanic. Boating oder Titanic, ich bin mir noch nicht sicher. Ich tippe auf das Zweite. Dann, oh, ey, das ist hier alles voller Geschenke. Dann wird auch endlich mal mein Weihnachtsgeschenk eingeweiht, habe ich euch auch schon gezeigt, aber I love it. I love it. Einfach I love it. Jetzt weißt du auch, warum ich kein Geld mehr habe. Ja, du hast kein Geld mehr, aber hast du auch ein schönes Geschenk gekriegt. Und das weiht Papa heute ein. Und ja, zwar. Ja, das stimmt. Das war. Ah, das sieht man gar nicht ganz. Ne? Die Sonne scheint so krass. Ein Zeltofen, da kommt noch ein Rohr dran und das möchte Papa morgen in einem schweißtreibenden Projekt ins Zelt einbauen, ne? Ja, ich will, der macht das. Und wenn wir Pech haben und das nicht gelingt mit dem Ofen, dann hat Papa halt morgen kein Zelt mehr. Das macht nichts, da kauft Papa sich ein neues. Dann kannst du ja bei mir im Zelt schlafen. Ja. So tief werde ich nicht sinken. Boah, mein Zelt ist kuschelig. Ja, kuschelig ist der richtige Ausdruck. Nee, das muss ich nicht mehr haben. Obwohl, sowas habe ich ja auch. In besser natürlich. Ach, Entschuldigung. Und das in zweifacher Ausführung. Angeber. Freistehend? Nein, Besitzer, nicht Angeber. Ich hab das halt. Ich liebe mein Hartz-IV-Equipment. Ja, das andere bleibt dir ja auch nicht über. Ne? Aber ich arbeite doch. Scheiße. Naja. Ich guck doch mal. Angeber. Und? Schmeckt das guck Essen dadurch mal besser? Ja. Was man so alles beim Camping mitnehmen muss, ne? Ja. Ja. Wofür brauchst du denn das? Ja, du brauchst das nicht, weil du kannst ja gar nicht kochen. Ich mache das richtig, wie sich das gehört. Jetzt lege ich mich aber gleich nieder. Guck mal, das reicht nicht. Ja, ich guck doch mal. Das ist doch kacke. Das ist doch schon scheiße. Meine Güte. So.
Was mache ich jetzt damit? Ach so, ja. Ja, du musst jetzt damit das Wasser reinfüllen. Ja, ich muss doch erstmal gucken, wie viel da reinkommt. Das weißt du doch immer nicht. Nein, 375 Milliliter. Oh Gott. Och komm, da muss ich ja zweimal laufen. Zweieinhalb Mal. Jeder Schritt hält fit. Kannst du mir das nicht holen? Ich habe schon Wasser geholt, 20 ja. Liter immer. Ich muss ja zweimal laufen. Du wolltest mehr Sport machen, also du wolltest dich mehr bewegen. Aber also. Doch nicht heute. Das ist doch kacke, guck mal. Können wir eigentlich ganz normal mal Abendessen machen? Nee, ist das nicht normal? Nee, das ist nicht normal. Also bei uns ist das normal, und aber... Und der schwer. Nee, und dann darfst du noch mal laufen. Ja, der schwer, guck das mal. Das ist, wenn man so einen schicken Klimbims haben möchte, weißt du? Da bist du ja nur neidisch, weil du dir sowas nicht erlauben kannst. Ich will das gar nicht alles schleppen. Das ist kein Schleppen. Ich bin Fernwanderer, ultraleichter. Ja, du sprichst aber jetzt nicht von dir selber, ne? Du musst ja immer die Relation von Körpergewicht zu Gepäck nehmen. Die ultraleicht Equipment haben, die wiegen auch die Hälfte von mir. Ich das bin halt ein bisschen schwerer. Du eine Tonne schleppen können. Ja, dann. Warum nimmst du nicht den ganzen Pott mit zum Tisch? Das wird zu schwer. Sind das wird schon Liter? Zu schwer. Geh schon krampf im Arm. Guck mal, jetzt habe ich 300 und 75 muss ich noch haben. Ja, dann lauf noch mal. Das ist doof. So. Ja. Wie mache ich das jetzt? Aha. Gib Feuer. Also gib, Ja. Hör mal, hier sind so viele Knöpfe dran, ne? Das ist unglaublich. Ja. Au, oh, heiß! Oh, Bull! Der Tisch brennt gleich ab. Oh, der Wind kommt von da. Bei meinem Brenner uninteressant. Das kann kommt von wohl. Guck mal hier. Guck mal hier. 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 Nee, das ist kacke. Ich sag das hier. Ist geil. Nein, das ist kacke. Guck mal. Das ist schwerer wie die drei Sachen ja, zusammen. Ja, ich hab ja auch was mit Arm. Ich kann das ja tragen. Außer diese 375L. Die waren zu schwer. Hier. Ich habe auch noch Chips. Ich verstehe dich nicht, mein Koffer. Ja, machen wir. So, Abendessen, ne? Ate smakelig. Also es gibt dieses Wochenende nur Scheiße. Aber ist egal. Nee, morgen mache ich Bratkartoffeln. Du hast noch nie bei mir zu Hause gegessen. Dann müsstest du. Du weißt, Mama guckt die Videos auch, ne? Nein, das schneidest du raus. Das gibt wieder auf Fressen. Das lasse ich jetzt schön drin. Das werde ich extra noch mal vom Soundvolumen hochstellen. Also ich kann ja alles essen. Ich, mein Magen ist abgehärtet. Die läuft ja nicht, die Kamera, ne? Natürlich. Natürlich nicht. Mach aus die Scheiße. Ja, mach ich. Beim Garten, da muss alles drauf. Also. Auch die Misserfolge, ja? Gerade die machen es. Das ist doch kacke. Die gute Birkenrinde und. Fähnlein macht Feuer. Ja, mit blödem Holz. Stinkt doch eh gleich. Ist ja Premiere, das ist egal. Ne? Das nennt man jetzt einbrennen? Ja. Wenn er brennt. Ja, der Ofen soll nicht brennen. Nicht? Das ist der ganze Ofen. Da habe ich was falsch verstanden.
sagen, es läuft bei uns in der ersten Nacht. Bei beiden Luftmatratzen ist die Luft raus gewesen. Ich kann auf dem Ding. Also ich werde morgen auch auf dem Boden oder auf meiner Isomatte liegen. Oh. Ja Leute, das ist hier, ne? Camping, da muss man nicht schön sein. Aber wir sind gut angekommen und hat doch alles super geklappt bis jetzt, ne? Bis auf die Luftmatratze. Kann ja alles geil sein. Und dann die Rückenkranken, ey, auf den Boden schlafen. Naja, hier Buchse. Finde ich ja geil. Aber die Luftmatratze war noch nie undicht. Ja, mei. Aber ich wollte ja eh. Die war eh. Also für meinen Rücken ist nicht ganz so geil. So Leute, das heißt, ach, ich habe hier noch meinen Pulli an. Ich wünsche eine gute Nacht und wir freuen uns morgen auf den Kaffee. Bitte? Ich verstehe hier kein Wort. Macht nichts. Gute Nacht. So. Weltrüsten. Bis morgen früh. Und diesmal nicht um 4.20 Uhr bitte und nicht 15 Mal aufs Klo. Komm, ja, wie schön, wie du aussiehst, kommst du jetzt ins Fernsehen. Oh, wie schön. Wer guckt denn da? Ja, wer guckt denn da? Der Holzkopf. Guten Morgen zum ersten ganzen Tag und den letzten ganzen Tag hier. Und unsere Nacht war? Arschkalt. Es war arschkalt. Die Luft war aus allen Matratzen raus. Wir haben auf dem Boden geschlafen. Ja. Gut, dass ich noch jung bin und das vertrag. Wir haben gepisst wie die Elche. Ja. Auch noch. Das ist auch immer wenn ich draußen penne, warum muss ich dann so viel pissen? So was sagt man aber nicht in der Kamera. Ich musste ganz oft aufstehen, um zu urinieren. Das heißt pullern. Das war sehr unangenehm, immer aus dem warmen Bett hinauszugehen, zum WC rüber zu laufen und sich dann zu entleeren. War das besser? Ja, hättest du ein vernünftiges Zelt, so wie ich, dann hätte sie Toilette im Zelt. Piss einfach in meinen Schlafsack heute Nacht. Das ist gut. Dann ist es auch warm so. Du urinierst. Ja. Jetzt geht das los. Mein Baby. Jetzt will ich was sehen für mein Geld. Ja. Aber ich habe doch die Schuhe so doof. Brauchst gar nicht auf die Tour. Komm, ich puste es nicht aus. Das ist Frühsport. Mal irgendwo anbämseln kannst. Ja. Mehr. Viel mehr. So ein Stress am Morgen. Wir müssen hier morgen schon Matratzen flicken, Schlafsäcke aus den Reißverschlüssen ziehen. Also, das war ja eine Nacht. Ne? Mein Reißverschluss vom Schlafsack hat sich auch noch total zerlegt. Und jetzt steht mein Bootchen. Übrigens hier, ne, im Yachthafen, da sieht man so schön diese Yachten, MS, Relax, wie heißt der eine? Escape. Alles Kacke. Alles Kacke. Das ist richtig. Das ist mein LF Pooper. Steht für? Let's Fets. Ich wollte gerade sagen, ich hätte ein Gewinnspiel draus machen können. Nein. Let's Fets Pooper. Ne? Genau. Besondere Menschen brauchen besondere Namen. Wieso sieht der? Der sieht geil aus. Der hat Seven vs. Wild geguckt, die Seahawk kann einpacken. Ja, ja. Ich freue mich, aber ist jetzt noch zu kalt, aber es steht schon mal. Und wenn nicht, schlafe ich da heute Nacht drin. Das ist mein Zelt zu klein, scheiße. Ich tausche das Zelt nicht. Oh, Mäuse, Mäuse. Wasser plumpst oder da? Ja, dann plumpst du mal. Ja. Ich werde gleich mit dem Klatscher hier. Ach, guck mal. Das ist doch. Ja, ist kein Kanu. Ich bin gelandet, aber so sitzt es. Ist schon mal drin. Ja, jetzt muss ich noch hier rauskommen, ne? Bist du verkehrt rum drin sitzt, sag ich dir später. Wieso? Ich will vorne gucken. Ich will doch nicht rückwärts dann fahren. Mach du das. So. Mach du das mal, wie du meinst. Ich weiß noch nicht. Ich weiß noch gar nicht, was ich hier meine. Ja. Einfach richtig sitzen. Genau. Okay. Richtig. Auch was mit dem Boot hier. Ah, ich komme nicht mehr zurück, ne?
Ja, kommst du wieder zurück. Ja. Muss ich erstmal hier ein Gefühl für haben. Genau. Ja, Sitzkissen wäre gut. Und da fährst du da vorne links und dann gebe ich dir das Ding an. Meinst du, ich komme da hin? Oh. Keine Ahnung. Ja, das ist hier mit den Fingern, ist ein bisschen einschränkend, aber ich übe noch. Ich bin morgen wieder zurück. Brauchst du nicht betonen, das sieht man. Komm, jetzt. So, komm mal da rum, genau. So geht doch, wenn du langsam machst. Ich habe doch keinen Stress, aber ich setze mich gleich anders hin. Und du musst ja höher sitzen. Ja. In den Dingen. Ich setze mich gleich so ein bisschen. Ich habe immer noch so diese Kanutechnik im. Weißt du? Dieses mit dem Paddel ranziehen. Genau. Das geht ja hier nicht. Nein. Lass ihn treiben. Ja. Genau, schlag dran und fertig. So. Ich setze mich jetzt nochmal einmal anders hin. Oder? Sitze ich dann ein bisschen höher. Wenn ich immer mutig bin, setze ich mich hinten drauf. So, Dui, hier kommt mit. Kamera war noch am Laufen, ne? Ja. Leute, ich bin schon ein Stückchen unterwegs. Halleluja. Das ganze Stückchen bin ich schon gepaddelt, dann über so einen offeneren See. Und der Wind, ich bin nicht gut, aber ich komme irgendwie voran. Ne? Also mit dem Lenken, das habe ich noch null raus. Dann kam jetzt gerade noch eine Kanuschule entgegen, alles Beginner. Ich eier da mit meinem Gummiähnchen durch. Naja, hat geklappt. Ne? Jetzt sind wir in den Wehreben, wo es ein bisschen enger wird, wenn mir da einer entgegenkommt. Sorry, so sorry. Let's fetz. Ja, ich muss noch draufschreiben hier. Let's fetz, Pooper. So. Was mich nur stört mit dem Paddeln, also ich brauche eher wie so ein Kajak, so ein Stechpaddel, ne, so. Also das ist mir zu, ich bin zu eingeschränkt. Ich bin so vom Kanu, dieses Ranholen ans Ufer und so gewohnt, das ist hier, ja, muss man lernen, aber ist egal, ist schön hier. Das Wetter ist toll. Ja, nehme ich euch jetzt mal mit in die Wehreben. Da kommen wir auch gleich in die Nähe der Ecke, wo ich auch schon mal mit meinem Auto ein paar Overnighter gemacht habe, ne. Wetter, moi. So. Hip, hip, hurra, kommt keiner, können wir uns wieder raustrauen. So, ich versuche euch jetzt mit den Füßen festzuhalten. Also ich habe doch keine Kamerahalterung fürs Boot. Ah, in meinem Paddel ist was. Oh, guck mal, ich habe hier Ariel, die Meerjungfrau, auch schon am Paddel hängen. Schön. Also links, ich kann euch jetzt gerade nicht drehen. Boah, der Wind, ne? Links. Ja, links ist das Stückchen, wo ich auch schon oft mit euch spazieren war. Ich drehe euch mal so, weil drehen kann ich mich toll, siehst du? Ein Stückchen weiter habe ich da mit meinem Auto gestanden irgendwo, glaube ich. Es ist einfach immer wieder wunderschön hier. Das sind die Wehreben in Ostensheim. Ja, da ist die Straße, wo ich schon sehr oft entlang gefahren bin. Die Wasserroute habe ich bisher immer nur mit Kanu gemacht, mit Papa oder, ach ja, mit Papa und Schlauchboot auch schon, aber mit Motor. Wenn man hier in den frühen Abendstunden hingeht, oder Morgenstunden, sieht man hier auch sensationelle Tiere. So wie ich jetzt hier rumeier, hauen die sowieso ab, aber um die Uhrzeit. Ja, ich will einfach nur mal üben. Vor allen Dingen hier kann man üben. Ach du Scheiße. Also ja, mich schränkt das ein, dass die Paddel hier fest sind.
und ich nicht so paddeln kann, wie ich möchte, dass der Radius so eingeschränkt ist. Aber gut, ich gewöhne mich dran, oder wir haben schon Plan B im Zelt, einen Stock, der dazwischen kommt, dass ich das wie so ein Kajak dann steuere. Oh mein. Ich fahre ja auch falsch rum, aber ist mir egal. Meinem Rücken zuliebe nehme ich hier die Rückfahrt. Komm, wir kommen vorwärts, merkt ihr? Ich fahre. Also der Yukon muss noch ein bisschen warten, aber komm, gib mir ein paar Monate, dann können wir richtig was reißen. Einfach herrlich hier. Aber meine Buchse ist nass. Vom Paddel kommt natürlich immer Wasser ins Boot. Kleine Siesta. Boah, das merkst du. Im Nacken und in der Arme, weil ich so dämlich paddel. Also das, Freunde, müssen wir echt üben. Ich höre nur wieder die Kanuschule. Crash ich gleich wieder. Was ist schon die Unordnung? Nein, dieses Unproduktive. Wir haben doch Urlaub. Also ich habe dich noch nie produktiv gesehen. Boah, ich war schon Bootfahren. Was hast du gemacht? Das ist doch nicht produktiv. Wer hat dich denn da zum Wasser begleitet? Ach du Scheiße. Das war produktiv. Dann hätte sie mich anschieben müssen. Habe ich ja. Sonst würdest du ja immer noch da vorne rumkreisen. Boah, ich warte immer darauf, dass die Wolke so wie jetzt weggeht. Das ist relaxen. Man muss auch einfach mal nichts tun können. Da bin ich Profi drin. Siehste. Herzlich willkommen in Kams Kochstudio. Es gibt heute mal kein Tütenfraß. Muss mein Messer schärfen. Bitte schön. Dankeschön. Guck mal. Da kommen wir fahr. Hä? Wir beschleunigen das Ganze mal. Et voilà, Schritt 1 finito. Professionell, das war, ne? Das war getrickst. Gar nicht wahr, das habe ich genau so gemacht. Dann, man fühle, eine Glasse Bonne. Lecker, lecker, lecker. Das ist helemaal lecker. So. Noch ein bisschen. Ne? Nicht zu droog. So, das tue ich auch hier, Lina. Ich habe die Kartoffeln jetzt akkurat geschnitten. Ist gelogen. Du Schauspieler. Echt? Krieg ich dann auch die Gage dafür? Nein. Da passt es. Tja. Hier, das ist aber meins. Wo ist das Spiegelei? Gibt doch keine Eier mehr bei mir. Fertig, Prost! Ja, hau weg die Kacke. Ich Prost muss noch warten, der schäumt da noch. Schaum ist doof. Ja, sag ich doch. Prost! Prost! Lass ihn mir jetzt schmecken. Glaube ich nicht. Neidisch. Nee, bestimmt nicht. Dafür, wenn ich ganz viele Zwiebeln esse, ne? Wird eine coole Nacht. Ist ja nicht schlimm. Du bist in deinem Zelt. Die Plane ist dünn. Aber meine nicht. Ich habe ja wieder Luxusbunker. Ach, Angeber. Heute ohne Öfchen. Ja, heute ohne Öfchen. Ah. Das wird nicht mehr gelohnt. Nee. Na, guck. Nochmal die letzte Klo-Runde und dann heißt es Welt rüsten. Heute ist nicht ganz so arschkalt wie gestern, aber es zieht schon wieder an, ne? Ohne Isolierung, es wird feucht. Ich schlafe auf meinem Boot. Ob das hilft, weiß ich nicht. Naja. Ist das Ding geplatzt? Bitte nicht, das ist neu. Wir sind doch Indianer. Wir sind Indianer, ja. Die Mittwoch wahrscheinlich die nächste Erkältung am Start haben. Egal, Freunde, wir sagen gute Nacht. Gute Mücken. Gute Nächte. Wenn man das überhaupt sieht. Also, meine Ausstattung heute Nacht ist eine Wolldecke. Mein Sommerschlafsack bis Komforttemperatur 7 Grad. Wir hatten letzte Nacht 2. Eine Luftmatratze, die keine Luftmatratze mehr ist. Darunter befindet sich mein LF Pupa, mein Schlauchboot.
die vier Rinnen, auf denen schlafe ich. Und darunter, Freunde, ach, jetzt wird es wieder wunderschön. Darunter habe ich noch die ultimative Decathlon-Isomatte, die mir auch letzte Woche nicht den Arsch gerettet hat. Und wie liegst du da drüben? Ich glaube, ich weiß es noch nicht. Ich würde sagen, sehr eben. Oh, dann hast du wenigstens glatten Untergrund. Ja, durch mein Gewicht mache ich das hier alles glatt. Matratze nicht mehr vorhanden. Aber ich bin auch ein Indianer. Du bist Indianer, du kannst auch auf dem Boden schlafen. Also ja, sicher. Selbst er, und er ist nicht so kälteempfindlich. Ich bin eigentlich immer die Frostbeule. Ja. Er hat letzte Nacht gefroren. Ja. Ja. Also auf eine bessere Nacht, aber es soll heute nicht so kalt werden. Und es fühlt sich auch nicht so an. Das liegt daran, weil ich abgenommen habe. Weißt du, die Fettreserven sind weg. Hat man das jetzt verstanden? Er hat abgenommen, die Fettreserven sind weg. Ja, du bist schon so dünn geworden. Ja, finde ich auch. Ja, dann bin ich aber Germany's Next Topmodel, ey. Nee, das finde ich nicht. Boah, Welte rüsten. Gute Nacht. Wir sehen fertig aus, ne? Wir sind fertig. Nein. Das Nachtlager. Oh, das ist heiß. Ich habe ein bisschen besser geschlafen. Durch den Schleier. Ist auch besser so. Ich auch, aber wie gesagt. Kalt. Erstmal muss ich die Eiswürfel wegkratzen von meiner Matratze, die keine mehr ist. Jedes Mal, wenn ich mich drehen wollte, habe ich am Boden festgeklebt, weil ich festgefroren war. Da muss ich erst heute einen Bunsenbrenner auftauen. Hättest du den Kocher laufen lassen heute Nacht? Das ist zu laut. Oh. Und ich glaube, das hätte nicht lange gereicht. Da ist ja noch eine. Nein, alles kein Problem. Boah. Das ist eine böse Mo, alle immer. Eure Mama ist die Liebe und ihr seid die Chaoten, ja, ne? Ja, ja, am ja. Arsch. Erstmal schickt sie uns Fotos von ihrem kuscheligen Bettchen und sagt, das ist kuschelig, warm und schön. Ja. Und dann zeigen wir ihr unsere kaputten Luftmatratzen. Was antwortet sie? Jedem das, was er verdient. Lass mich mal gleich nach Hause kommen. Da mache ich wie immer halt die Klappe. Am besten. Bah, pfui. Pfui, sag so. Ich mal nur. Jetzt so in Etappen packen wir zusammen. Oh, Kormoran. Kormoran, wir sind umgeben vom Bachstelzen, richtig schön. Und kaputten Luftmatratzen. Das ist ein geiles Ding hier. Ich geh da hinten hin. Louis. Louis. Say goodbye. Luftmatratze ist doof. Eigentlich ja, ist schon ehrlich. Aber jetzt haben wir da zwei Tage getankt, das tat auch richtig das gut. Das war richtig so. Ich war zwar faule Sau, aber... Dafür waren wir aber hier. Tekob, da! Ja. Ja, ja. 700.000, geht doch. Ja, da oben die 500 bist du für abdrücken. Weit weg, wir sehen... Schön weit weg, wir sehen nämlich scheiße aus. Nicht geschlafen, durchgefroren, nehmen ohne Spiegel gemacht. Ausfahrt. Das war auch besser ohne Spiegel. Ja. Ist egal. Leute, das war richtig schön. Wir hatten wieder Spaß. Kurz, aber schön die Seele aufgetankt. Ja. Und wir kommen sowieso wieder. Ne? Jetzt da gehe ich voll den auf. Kreisverkehr ja. Aber nächstes Mal auf was die anderes mal. 4,8 ja. Kilometer der Streckenführung weiter folgen. Ja, zum Beispiel. Wir wollen die Mosel testen. Egal. Auf jeden Fall werden wir schon irgendwo unterkommen. Was sagen wir? Geht raus, bewegt euch, tot Wochenkehr, tot Ziens. Das habe ich nicht gesagt. Egal. Macht's gut. Bis zum nächsten Video. Tschö. Tschüss.
Ach so, vergessen. Tschüss.